Ich habe jetzt das Vergnügen, eine junge Lyrikerin vorstellen zu dürfen, Melis Dede. Sie ist dieses Jahr Preisträgerin vom Jungliteraturforum Hessen-Thüringen gewesen und hat gleich noch im Anschluss den HR2-Literaturpreis gewonnen. 1999 in Rüsselsheim geboren, lebt in Kelsterbach und studiert Online-Journalismus an der Hochschule Darmstadt in Dieburg. Und du schreibst als freie Autorin auch fürs Rüsselsheimer Echo und hast aber auch schon in der Süddeutschen Zeitung publizieren dürfen. Sehr gut. Genau, und du hast uns Lyrik mitgebracht. Genau. Magst du uns das erstmal vorlesen? Sehr gern. Es werde Licht. Hautdünne Seiten drehe Wort Gottes zwischen meinen Fingerkuppen. Fegefeuer ist, wenn er mein Haar in Flammen setzt, um meine Kopfwunden liebevoll mit Stofftuch zu versorgen. Wenn meine Libido ein Tabu ist, ich Freitagabend nicht arbeiten darf, kein Schwein, man verzichtet gerne, kein Cheeseburger, nehme kein Blatt vor den Mund, doch Gott stopft seine Worte hinein, die arabischen Schnörkel tanzen wie Schlangen und sprechen vom Paradies. Wie viel von mir ist mir und wie viel ist Gott? Es werde Licht, ich schalte den Anschaltknopf. Die Berge. Eroberte Gebiete, wieder verloren. Alte gestorben, wieder geboren. Und die Berge stehen. Einen Menschen gefunden, wieder verschwunden. Ein Erdbeben laut, wieder gebaut. Und die Berge stehen. Ich bin gegangen, schon vor langem. Ich spreche nicht die Sprache der Berge, doch die Berge verstehen. Dede. Dede, sen giderken evimizin içinden geçen rüzgarı yanına aldın. Artık bardaklar suskun, rüzgar sessiz. Opa, als du gegangen bist, hast du den Wind, der zu Hause wehte, mitgenommen. Die Tassen klappern nicht mehr. Es ist windstill. Herzlichen Dank. Ich fand es ganz toll, dass du einen zweisprachigen Text auch mitgebracht hast, weil es waren zwei Versionen des gleichen Textes. Ich finde das total interessant. Hast du das Gefühl, dass dir die Mehrsprachigkeit, du sprichst ja, ich habe gelesen, Deutsch, Englisch? Genau, und Türkisch. Türkisch, genau. Genau. Und du hast ein Latinum. Das hab genau, ich habe ein Latinum. Ganz da mussten wir alle durch, genau. Ja, aber hast du das Gefühl, dass dir die Mehrsprachigkeit beim Schreiben hilft? Ja, das schon. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, wenn ich schreibe schon ziemlich oft über meine Familie oder über Familienmitglieder. Und ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwie auf Türkisch darüber schreibe, da auch viele aus meiner Familie halt kein Deutsch können, die jetzt nicht in Deutschland leben, dass ich irgendwie auch, dass es sich verbunden anfühlt, dass ich sie auch irgendwie mit diesen Worten eher erreiche, als wenn ich sie auf Deutsch schreibe. Ich schreibe auch ab und zu auf Englisch, aber irgendwie nur, wenn ich irgendwas Simples ausdrücken will, weil wenn ich dann irgendetwas Komplexeres ausdrücken will, dann greife ich doch eher zur deutschen Sprache, sag ich mal, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich da irgendwie besser ausdrücken kann. Aber ich finde, es gibt irgendwie manche Gedichte, selbst wenn sie vom Inhalt her gleich sind oder wortwörtlich übersetzt werden, dass sie irgendwie im Türkischen was ganz anderes erzählen, als wenn ich sie auf Deutsch schreibe. Ja, ja, ist nochmal ein ganz anderer Zugang irgendwie zur Welt. Oder wenn du gerade sagst, du schreibst dann über deine Familie. Genau. Und gerade dieses Großvatergedicht, das ist ja dann irgendwie nochmal ein ganz anderer Erinnerungsraum, glaube ich, der sich dann auch auftut. Genau, und die Erinnerungen an ihn zum Beispiel sind auch eher auf Türkisch als auch auf Deutsch. Deshalb, falls es Sinn ergibt. Ja. Ja, voll. Ja, das finde ich total spannend, total schön. Und übersetzt du auch? Eigentlich nicht. Also das habe ich wirklich nur übersetzt für Wettbewerbe, die dann die Übersetzung dazu wollten. Ah, okay. Genau, aber ich mache es halt ungern in beiden Sprachen. Also weder das Deutsche ins Türkische oder das Türkische ins Deutsche. So. Ja. Genau. Es kann sein, dass ich manchmal etwas auf Deutsch vorschreibe und es dann ins Türkische langsam übersetze, aber dann schon mit dem Hintergedanken, dass es sowieso auf Türkisch sein sollte. Okay, dass der fertige Text dann so steht. Okay, ja. Das ist interessant.
Und du machst aber auch Slam, ne? Also du bist ja jetzt als Lyrikerin hier, aber du schreibst auch Slam-Texte. Genau. Was schreibst du da? Also ich habe 2018 angefangen. Mhm. Ich bin beim Kollektiv iSlam in Frankfurt. Also das Kollektiv gibt es deutschlandweit. Der Hauptsitz ist in Berlin. Mhm. Wir haben aber auch eine Gruppe in Frankfurt. Genau, und es ist eigentlich eine muslimische Poetry-Slam-Gruppe, aber natürlich können auch andere nicht-muslimische Poetry-Slammer mitmachen. Und da habe ich den Fokus schon eher auf politische Themen, also sei es jetzt gerade aktuelle Ereignisse oder Rassismuserfahrungen und generell, wie es ist, einen Migrationshintergrund zu haben. Genau, also da schreibe ich überwiegend Politisches. Ja, ach, sehr cool. Und ich habe vorhin, wir haben uns kurz unterhalten schon, und ich habe gesagt, wenn du jetzt ein Thema hättest, also wenn du jetzt 30 Minuten über irgendein Thema reden müsstest, ohne Vorbereitung, ohne Vorwarnung, was wäre es? Was ist so das, was dich ausmacht? Also nicht, was mich ausmacht. Also was mich ausmacht, ist vielleicht, dass mir immer ganz zufällig irgendwelche Sachen einfallen. Und das Erste, irgendwie, was mir einfällt, ist, dass ich zum Beispiel nie ein Buch über ein E-Book lesen würde. Also dass ich das irgendwie gerne in der Hand halten würde. Oder es gibt ja auch Leute, also ich schreibe zum Beispiel meine Texte auch immer aufs Blatt Papier, weil ich es irgendwie außer es ist ein langer Poetry Slam, dann benutze ich schon den Laptop. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also das ist eigentlich auch ganz lustig, da es hier gerade alles digital stattfindet, finde ich, irgendwie sollte man das Analoge irgendwie nicht vergessen. Also ich bin da irgendwie ein bisschen altmodisch geblieben. Genau, ich könnte irgendwie ganz lange darüber reden, warum es anders ist, ein Buch zu halten, als es auf dem E-Book zu lesen. Mhm. Genau, irgendwie ist es das Erste, was mir eingefallen ist. Ja, da gibt es ja so ganz Theorien, auch das Buch irgendwie als Fetisch. Und ich verstehe das auch. Ich bin auch so ein notorischer Buchsammler. Ich kriege immer geschimpft, so von wegen, wenn wir hier jemals ausziehen, die Bücher, die räumst du selber ein. Diese Sammlung teilweise nicht gelesen. Ja, der SUB, der Stapel ungelesener Bücher, genau. Hast du auch so einen? Hast du was, oder was liest du gerade? Also meine Mutter ist ein bisschen ein Ordnungsfanatiker und die hat alle Bücher, die ich habe, ins Obergeschoss gebracht. Und ich so, das kann es doch nicht sein, jetzt muss ich immer hoch, um Bücher zu holen. Okay. Ja, also zurzeit lese ich nichts, aber ich habe vor mir das Buch Herkunft zu bestellen. Ich weiß nicht, wie der Autor heißt. Das ist ein jugoslawischer Autor gewesen. Ah, Sascha Stanišić. Den hatten wir hier auch schon zu Gast. Genau. Wirklich? Oh mein Gott. Ja. Genau, also das hatte ich vorgehabt, als nächstes zu bestellen. Ja. Wenn es gerade nicht Uni-Sachen sind, die ich lesen muss. Ja, absolute Leseempfehlung. Ey, großartig. Ja, wirklich ganz toll. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du für uns gelesen hast. Und wir sind sehr gespannt und freuen uns, demnächst hoffentlich noch ganz viel von dir zu hören. Dankeschön. Ja, ich freue mich jetzt noch eine junge Autorin vorstellen zu können. Lea Weiß, 22 Jahre jung, aus Jena, studiert dort auch Soziologie und Politikwissenschaft und ist da jetzt auch seit neuestem Organisatorin der Lesereihe in guter Nachbarschaft. Da müssen wir uns nachher noch mal kurz drüber unterhalten. Du hast schon diverse Preise gewonnen und bist dieses Jahr unter anderem auch Preisträgerin vom Jungen Literaturforum Hessen-Thüringen. Und herzlichen Glückwunsch natürlich dazu erstmal. Und du hast uns auch deine Preistexte mitgebracht. Da würde ich dich natürlich bitten, die vorzulesen. Okay. Ich habe 5 Gedichte mitgebracht und genau, die Preistexte sind auch darunter. Das erste heißt Die Glut, auf der du kaust. Du steckst mir ein Kaninchen zu. Ich fühle es in meiner Manteltasche zittern. Dir wurde der Winter auf die Haut genäht und unter deiner Kleidung schneit es. Erst unter vielen, wo es laut ist, sprichst du und zerrupfst die Zeit zu Krümeln. Mein Fluchttierdasein schmilzt und liegt dünn wie Frischhaltefolie auf meinem Gesicht. Und deine Tränen rollen über den Tisch mir als Silberkugeln in den Schoß. Sie schießen Kaninchen mit Schrot, aber ich passe schon auf. Vom Verlassen der Wege. 1. Wie Murmeln hingeworfen, auf Glas sind Zeiten versprungen. Felder, Flutlichter, Ebenen und Wasser. Man taucht den Kopf hinein, am Grund wird erkennbar, es hängen keine Glocken mehr von den Bäumen. Damals haben sie leuchtend vom Sterben der Arten erzählt und jetzt, neben allen Seen und gelb verfärbten Gewächsen,
steht riesig diese Hand, deren Form sich in alle Landschaft gegraben hat. Denn als sie sich den Ring auf den Daumen steckte, war geglaubt worden, man schlüge diesen Atlas auf, im Vermögen, all seinen Linien zu folgen. 2. Täler voller Taschentücher und Wachs. Mit toter Zeit gefüllte Flure. Die Kerze verschlingt sich langsam und alle Nächte sind getrunken. Geräusche knackender Gelenke, zerrissener Papiere, eintönigen Zwitscherns bedecken diese Wiesen. Hier fand man ein Schloss. Und wie weit ist es von hier, um Materie aufbrechen zu sehen, einer frischen Welt in den Mund zu rollen, Vulkane mit glatt geschliffenen Fingern zu spüren und blind nach dem Ufer, den auffliegenden Enten, greifen zwei Hände. 3. Lichtern in die wilden Haare greifen. Das Pferd über die Felder jagen, es ist braun wie die Flecken auf der matschigen Wiese. Hinter diesem Teppich liegt ein Land und über allem hängt ein Himmel. Nun Pfaden galoppieren folgen, bis diese sich schütteln, sich aus der Landschaft lösen, heimatlos. Und Staub nährt das Herz, die Lunge antizipiert den Aufprall. Hinter diesem Land liegt ein neues, von den rauen Zungen der Wege geleckt, die erst sprießen in diesem Moment. Und diesen negativen, diesen winzigen, weißen Hügeln, wo alles sich rückwärts bewegt und soeben noch verdeckte Hintergründe falsch rumleuchten, ist der Rücken zuzukehren. Versuch. Werde die Tulpen öffnen, alte Wünsche aus den Haaren schütteln, das Leben in einer Pipette aufziehen, morgens und abends, 2 Tropfen in jedes Auge. Nächste heißt Tau. Es wäre ein Spiel mit lebendigen Dingen. Du müsstest hinaus. Du müsstest ein wenig herumgehen und alles genau vermeiden und keinerlei Dringlichkeit zulassen. Du müsstest dann Wege suchen, die schon lange warten. Dein Haar in anderer Hände legen. Es gibt Greifende da draußen. Dich betasten lassen und wenn nötig einen Schritt zur Seite. Wenn nötig, noch einmal an anderen Stellen graben. Nur graben solltest du. Irgendwann vergeht die Lust zum Briefeschreiben. Du dürftest dir den Blick zurück von den Armen reißen und dich in Schalen fremder Früchte wälzen, stell es dir ganz genau vor, Früchte wie Laub aller Herbste. Du würdest diese Wiese bepflanzen. Du würdest dich in diese Wiese legen. Und zuletzt warm wie... In Kanat sind 2 Kiesel auf den Wangen, warm wie der Wind. Strömung blinzelt, aufgerautes Seil um den Fuß, es erinnert. Beim Rennen daran, dass ein Wolf unter uns. Noch ist es hell und die Leute am Kiesstrand, sie bringen die Sonne und hängen sie auf, dass sie trocknet. Ich laufe nach Hause über die Rücken der Fische, schlafe das gräserne Fell des Tieres braun, setze das Boot in die Wellen. Vielen, vielen Dank. Sehr schöne Texte. So, man mag gar nicht so reingrätschen da jetzt mit so Geplappere. Aber ich muss dich trotzdem noch was fragen. Und zwar, du kamst quasi über Poesie und Praxis zum Forum. Ne? Du warst da quasi auch im Seminar, in diesem mehr oder weniger Vorbereitungsseminar von Nancy Hünger und Peter Neumann in Jena. Und bist da quasi so dann auch wahrscheinlich zum Forum gekommen, oder? Genau, also es wurde uns auf jeden Fall dort gesagt, dass es das gibt und dann sicherlich auch nochmal motivierter gefühlt, was hinzuschicken. Mhm. Genau, ja, es wurde dort beworben auf jeden Fall. Okay, ja. Wie findest du so diese Seminarsituation, mhm. dieses Besprechen der eigenen Texte in der Gruppe? Also ich finde es aufregend und schwierig auf jeden Fall, sich dann da so reinzuwagen und so was Eigenes vorzulesen und dann natürlich auch Kritik zu hören. Ja, das ist... Ja, genau. Also ich finde es auf jeden Fall herausfordernd, aber auch super bereichernd, weil man dann halt mal sieht, wie andere Leute vielleicht auch den Text lesen und oder dass der auch ganz anders verstanden werden kann oder auch gar nicht. Genau, und
Aber ich fand es auch immer total schön, einfach zuzuhören und zu sehen, so viele andere Texte zu hören. Und ja, eben, man bekommt einfach nochmal so einen ganzen Überblick über die, die Leute, die halt das Gleiche machen, was man selber tut. Und irgendwie, ich finde es halt auch mal ganz wichtig bei diesen Seminaren so, dieser Moment der Einlassung auf die anderen Texte, ja, dass man sich da doch nochmal irgendwie konzentriert und nochmal irgendwie so in Austausch tritt. Ja, man ist auf jeden Fall so, man liest Texte sehr genau. Ich glaube, das habe ich sonst auch keine Momente, wo man wirklich so genau schaut, was... Ja, es ist auch wirklich, es ist was ganz anderes als das, was man im Deutschunterricht zum Beispiel immer gemacht hat, wenn man sich lyrischen Texten genähert hat, zum Beispiel. Mhm. Oder so diesen Miniaturen, die du schreibst, das sind ja so ganz dichte, würde ich sagen, lyrische Prosa-Miniaturen fast schon. So ein bisschen, ich habe so ein bisschen auch Nancy... Also ich musste immer so ein bisschen an Nancy Hüngers Texte auch denken und finde das ganz schön, wenn du quasi da ja auch im Seminar warst. Wie wichtig ist das quasi für dich, diese Connection zu den anderen? Ich finde das ganz interessant, weil du ja selber jetzt auch quasi in so eine Vermittlerrolle trittst mit der guten Nachbarschaft, mit der Lesereihe, die du ab jetzt mit organisierst. Ja. Und ja, wie wichtig ist das für dich so genau, weil dann quasi in so einem Netzwerk dann auch zu sein? Also ich finde es immer ein richtig schöner Moment, dann wirklich zu merken, das sind andere Leute, die auch schreiben, das irgendwie auch machen, weil es für mich immer eine eher einsame Tätigkeit so war und dann auch wirklich quasi Gleichgesinnte zu treffen. Genau, also in dem Sinne auf jeden Fall, ich habe auch viele nette Leute kennengelernt. Ja, schon wichtig, obwohl es eben auch immer wieder eine Überwindung ist, sich dann so rauszuwagen quasi. Ja, ich bin total gespannt, wie ihr das macht. Aber vor allen Dingen jetzt wegen dieser ganzen Corona-Situation. Ja. Das ist ja doch alles irgendwie ein bisschen anders und gar nicht so einfach jetzt irgendwie eine Veranstaltungsreihe. Also es ist ja eigentlich eine Veranstaltungsreihe, die quasi vor Publikum und an Locations stattfindet. Und jetzt müsst ihr euch ja da wahrscheinlich irgendwie alternativ überlegen, wie ihr da weitermacht mit dem... Habt ihr schon irgendwie eine Idee, was ihr macht? Genau. Also wir machen einen Podcast jetzt, der dann auch genauso strukturiert sein soll, wie die Lesungen das bisher waren. Ja. Genau, mit einer über Thüringen hinaus greifenden Autorin, Helene Bukowski, haben wir jetzt für die nächste Veranstaltung. Und dann aber auch lokalen Thüringer AutorInnen und ein bisschen Musik und ein Hörspiel. Genau, und das soll dann eben alles in diesem Podcast irgendwie zusammengefasst sein, dass man ein bisschen das Gefühl hat, wie es vielleicht auch wirklich gewesen wäre, dann da zu sein. Ja. Aber, ja. Und auch mit Nachwuchsautoren dann quasi, die ihr einladet. Genau, ja, also das ist auf jeden Fall die Idee davon. Also es ist für gut, weil dann kannst du jetzt wirklich aus deiner Connection, aus dem jungen Literaturforum, aus dem Vollen schöpfen auf alle Fälle. Ja, das wäre wünschenswert auf jeden Fall. Ja, also ich bin voll gespannt und ich freue mich und werde das auf alle Fälle mit weiterverfolgen, was ihr da macht. Ja, schön. Danke, dass du da warst. Vielen Dank.